Willkommen zurück. Wir sind hier natürlich wieder. Machen jetzt auch weiter bei uns. Ich habe mir schon Holz besorgt. Hier über 4000 haben wir wieder. Jetzt will ich noch einmal kurz was googeln. Beton hatten wir angestellt, ne? Ja, gut, das nehmen wir mit. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Hier, das kann drin bleiben. Bloß wir zumindest ein Stack voll haben. Cobblestone ist er fleißig bei. Das ist schön. Das passt sowieso nicht. Fällt mir gerade mal auf. Nimm das mal raus. Jetzt müsste es passen. Und ansonsten, ja, gut, hier ist er fleißig bei. Wir können, glaube ich, aber auch nochmal was anstellen. Hier, das kannst du mal aufteilen. Und hier war ich auch überlegen, Lehm hat er ja mittlerweile eigentlich genug drin. Erstmal zumindest. Denn, hau das mal rein. Dann kriegt er hier nämlich noch den Resteisen. Nicht hier. Da. So, dann schmilzt er vielleicht ein bisschen schneller, weil wir brauchen unbedingt mehr Stahl. Und zwar ganz, ganz dringend. Ist jetzt nicht super viel, aber so sammelt sich vielleicht mal ein bisschen an. Und wir machen drüben erstmal weiter. Weil unsere Base soll ja auch schöner werden. So ist es nicht. Tag 35 haben wir die gute Rode, aber da sehe ich jetzt keine Probleme. Ein paar Spikes hinstellen, ein bisschen reparieren, ein bisschen Stahl machen. Und den passt das so weit. So, wie gesagt, hier haben wir den größten Teil. Ob ich das so lasse, bin ich mir auch nicht so sicher. Aber abwarten, jetzt ziehen wir erstmal... Die Seite hatten wir komplett gemacht. Naja, jetzt ziehen wir erstmal hier weiter durch. Was sein muss, so hin. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, das hier unten so hübsch wie möglich zu machen, dass wir gar nicht dazu kommen, oben weiter zu bauen. Das muss ja auch noch gemacht werden. Aber eins nach dem anderen. Erstmal das Fundament, denn alles oben drauf. Das ist, glaube ich, besser. Bin mir auch noch nicht so sicher. Dekomäßig muss hier definitiv noch was hin hier unten. Das gefällt mir so noch nicht. Gleich haben wir aber auch unser schönes, gutes Level-Up. So, wo denn mal, warte mal. Erstmal brauchen wir ein paar neue Blöcke. Machen wir 100 Stück. Schon mal gute Anfang. Den machst du die erstmal zu normalen Blöcken. Danke. Und irgendwie, ja, kann ich, stimmt, hier war es ein bisschen höher, ne? Aber wir gleich mal gucken. Das kann da so ja nicht bleiben. Ich war der Meinung, ich habe gerade Zombies gehört. So, warte mal. Das kann so hier auf keinen Fall bleiben. Das sieht schon besser. So geht's einigermaßen, aber... Ja, ja. So, das Ganze müsste ja sowieso bis hier. Ja, ja. Das kriegen wir alles hin. Dann zieh erstmal hier durch. Nimm mal die Pflanze da weg. Hier ist es echt höher, ne? Genau, der muss mir noch einmal da runter. Oh, warte mal. Ich bin nur überlegen, hier... Dann muss ich den hier einmal stützen. Noch einen Block unterzusetzen. Besser ist es, glaube ich. Weil das hier ja ein bisschen tiefer geht. Ja, google mal. Da haben wir unseren schönen Level-Up. Ja, der müsste auf dieser Höhe hier schon weitergehen. Jojo, die kannst du dir wegnehmen. Besser ist das. Aber es sieht dann halt echt doof aus, ne? Boah, guck mal. Hier haben wir die Säule direkt draufstehen. Da haben wir, dadurch, dass es hier höher war, die Säule ist ein kürzer, ne? Oder es geht hier einfach weiter runter. Also, warte mal. 1, 2, 3, 4. Die Säule selber bei 4. Hier kommt schon der Block. Und hier, die ist nämlich wahrscheinlich 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Das ist so nicht gut. Das ist so nicht gut. Das ist so überhaupt nicht gut. Okay, ich hoffe nur, ich muss das stützen. Die Säule hier, die müssen wir umbauen. Nützt alles nichts. Der hier muss weg und da oben drüber muss weg. Da müssen wir mich einmal austauschen. Warte mal. Dafür haben wir unser Schmuckstück. Das muss ich leider einmal ändern.
Habe ich beim Bauen nicht bemerkt. Unten drunter ist ja schon richtig. So, den nehmt ihr auch mal kurz wieder weg und kopiere hier auch mal Stellung, genau, und zack, so muss das. Damit es auch genau wie die anderen direkt drauf liegt. Und hier kommt der nochmal hin. So, schön, schön. Wieso habe ich den hier unten eigentlich? War das ein Versehen? Wahrscheinlich, weil der hier schon Beton ist. So ist schon okay. So, jetzt kommt das wieder weg. So ist besser. Ja, ja. Es kommt, weil das ein bisschen höher war, ne? Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Weil Symmetrie muss schon sein. Das ging ja so nicht. Das konnte so ja nicht bleiben. Ich glaube, da vorne ist auch gleich wieder auf einer Höhe. Danke. Ah, muss mal gucken, dass ich die Erde hier irgendwie angeschrägt kriege oder so. Könnte schwierig werden. Aber das soll auch ordentlich aussehen. Na, guck mal, hier ist schon wieder auf einer Ebene. Siehste mal. Ja, wir wollen, ihr kennt es ja, ne? Nur weil es mal schon kleiner wird, muss es trotzdem nicht hingeklatscht werden, als wenn wir hier bei Hempels unterm Sofa. Schön, den Zimmer rein. Dankeschön. Da fehlt ein Block. Warte. Den können wir auch gleich mitnehmen. Und hier auch. So. Aber mal gucken, ob ich es da vorne irgendwie ein bisschen angeschrägt kriege oder so. Das ist mir ein bisschen zu hoch, die Kante. Das sieht nicht schön aus. Ah, ne, 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 ne. Das ist hier... Da müssen wir mal gucken. Das müssen wir ein bisschen anschrägen oder so. Hier geht ja noch, aber hier... Das kriegen wir schnell. Eins nach dem anderen. Und hier sieht man es dann jetzt auch schon... Wahrscheinlich mache ich hier auch noch so eine Außenkante hin. Würde besser aussehen. Aber eins nach dem anderen. So, den müssen wir hier auch einmal so durchziehen. Ich verteile nochmal einmal kurz unseren schönen Level. Diesmal im Leben vom Land. Die ersten zwei würden ja reichen. Hier kriegen wir schon das Doppelte raus. Und hier kriegen wir nochmal einen mehr raus. Und hier würden wir sogar verdreifachen. Warte mal, Standhaftigkeit 3, Standhaftigkeit 5 ist gar nicht so teuer, ehrlich gesagt. Hau mal rein hier. Guck mal, auf 8 haben wir das Ganze schon. Könnten wir also so durchskillen, die 3 Punkte. Sonst bringt das Anpflanzen nichts. Sonst haben wir irgendwann keine Samen mehr. Aber so viel kriegen wir da auch nicht raus, dass wir ständig neue Samen machen können. Außerdem werden die Beete dadurch ein bisschen billiger. Was ja auch nicht zu verachten ist. Ja, und das Essen wird wirklich so langsam ein Problemchen. Das werden wir uns jetzt nach und nach drum kümmern. Ich werde auch gleich, sobald wir das hier rumgezogen haben, mal gucken, wie viele Beete wir noch herstellen können. Bis dahin wird die Werkbank schon fertig sein. Das ist jetzt nicht so das Problem. So, sind doch so gut wie rum, ne? Jo, guck mal, das ging doch sogar mal rugi-zugi. Mach hier vorne nochmal 100. Bip, bip. Werden wir diesmal keine Hordenbase bauen, die unterirdisch ist. Hat nicht so zu meiner hundertprozentigen Zufriedenheit funktioniert. Es hat funktioniert, aber das geht besser.
Diesmal oberirdisch mit Türmchen und all so drum und dran. Haben da bloß momentan einen leichten Materialmangel. Echt? Das ist schlimm hier mit dem Wetter. Das dritte Mal Regen heute. Ja, ich glaube, ich werde hier, genau wie dort, wir ziehen hier erstmal innen drin rum, würde ich sagen. Sonst kommen wir hier durcheinander. Kopier mal. Zack. Willst du den mal richtig drehen? Dankeschön. So, Eck machen wir gleich noch. Ja, den hier noch, den haben wir schon. Alles klärchen. Fangen wir da an. Brauchen wir nicht tausendmal hin und her drehen. So. Sieht mich, glaube ich, denn schon besser aus. So, da noch. Da ist jetzt auch. Fehlen gleich nur noch die Ecken. Hier müssen wir noch einmal. Da machen wir schon wieder Nacht. Ja. Und es regnet, es ist so dunkel. Dankeschön. Soll uns jetzt nicht stören. Man kann auch nass arbeiten. Und reicht vollkommen für Felder. Sagen wir mal ganz ehrlich. So, haben wir jetzt alle rundherum alle Felder einmal gemacht? Ja. Ja, ja. Das ist schon okay so. Hat Gold. Machen wir jetzt hier nur die Ecken. Warte mal. Es kann doch sein, dass ich das selber bin, das Geraschel, aber ich höre immer Geraschel. Sehen oder hören tue ich jetzt keinen Zombie, nur Geraschel zwischendurch mal. So, geh fair hier. Keine Zeit zum Zombies gucken. Wir müssen hier arbeiten. Dankeschön. Ja, hier sowieso nicht. Aber da noch einmal. So, hier ist... Jo, hier fehlt noch. Halt, der war auch richtig. Nein, was tust du da? Dreh richtig. Danke. So, hier noch einmal. Und hier noch einmal. So, die Ecke ja sowieso nicht, dann haben wir es jetzt überall, ne? Schön. Und das Ganze dachte ich dann jetzt hier außenrum nochmal. Dann kopiere erstmal den. Mit Stellung, mein Freund. Müssen wir trotzdem einmal drehen. So, hier einfach so lang. Quasi als Abschluss. Nein, was tust du da? Ja gut, dann haben wir jetzt zwar die Säulen mittendrin. Aber gut, das lässt sich nicht verhindern, aber man kommt ja trotzdem vorbei, ne? Schön wäre es nur, wenn man sich jetzt so ein bisschen nach hier antiken Säulen anmalen könnte. Die Farben gibt es leider nicht. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich glaube, Farben allgemein. Müssen wir mal gucken, sobald wir mal genug Farbe haben. Sind noch die gleichen. Ich glaube, da kam nichts Neues. Zumindest nichts dergleichen gelesen. Hatte ich mir gewünscht, ja? Wurde aber leider nicht erfüllt. Schon? Nein. Gut. Sind ja
nicht rum. So, dann drehen wir mal richtig. Genau, es müsste auch die letzte Seite sein. Echt, ich glaube, das bin ich, wenn ich hier am Gas schupper. Ich glaube, ja. Nicht die letzte Seite? Na, da sind wir mittendrin angefangen. Okay. Haben wir gleich. Nein. So. Jo, auf jeden Fall sieht das ein bisschen besser nach Abschluss aus. Das ist schon okay. Und wir sollen jetzt so mittendrin haben, dann macht nichts. Kommt sowieso alles aus Beton. Und wird dann angemalt. Hallo, mein Freund. Jetzt war aber wirklich mal einer da. Der Einzige, wie es aussieht. Was ist denn hier los, Mensch? Haben mehr Zombies, wären schon schön. So, Holz haben wir jetzt nicht allzu viel, aber einmal mal gucken. Zumindest ein bisschen rumtackern würde ich jetzt schon gerne, dass alles ein bisschen stabiler ist. Zumindest erstmal aus Cobblestone. Beton müssen wir mal gucken. Cobblestone hat natürlich nicht ganz gereicht, aber zumindest ist schon mal alles eine Stufe fester. So langsam kommt es da schon. So, ich will jetzt einmal kurz nach Hause. Holz auch schon wieder fast leer. Wegen Beete gucken. Wo ist unser Motorrad? Motorrad da. Ach, das ist auch schon wieder fast rum. Es ist über 2 Uhr. Jede Rucki-Zucki hier. So, meine Usche vor der Tür. Hatte ich nämlich, wo ich vom Holzhacken wieder kam, hier eine Uschi rumknibbeln. Sieht jetzt aber nicht danach aus. Du müsstest doch nicht inzwischen mal fertig sein, ne? Biest du auch. Ausschalten. Der ist auch noch fleißig dabei. Sollte aber alles passen. Na gut, komm, jetzt brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Wegen, wir haben ja eh nicht genug Holz. So, der hat gut eingeschmolzen inzwischen. Das ist schön. Dann mach gleich mal. Damit ein bisschen mehr zustande kommt. Der hat kein Holz mehr. Warum nicht? Vergessen reinzupacken. Oh, du machst bitte mal weiter. Und ein bisschen Zement kannst du auch nochmal reinhauen hier. So. Und das muss weitergehen. Und du bist noch dabei, ne? Ja. Der braucht auch noch ein bisschen. Und zwar, was brauchen wir nochmal? Nitrat, Lehm und Gammelfleisch, ne? Gut, Nitrat ist ein kleines Problemchen. Da müssen wir mal kurz, da brauchen wir gar nicht viel. Da müssen wir mal kurz schnell ein bisschen was holen. Mal kurz gucken. Haben wir hier irgendwo Nitrat? Die weißen Punkte sind Nitrat, aber definitiv nicht bei unserer Hordenbase. Hier können wir mal gucken. Also ich baue bei unserer Hordenbase nichts ab. Die graben sich das sonst nachher wieder unter. Das hatten wir schon. Da vorne müsste was sein, ne? Oder ist das nur ein Stein? Ne, da ist Nitrat. Sehr schön. So, dann schnappt ihr mal den Freund. Danke. Und bohr hier ein bisschen rum. Das machen wir schnell zusammen, weil ich nehme jetzt nicht viel mit. Ein bisschen reicht. Nitrat ist ja zum Glück jetzt auch nicht ganz so laut.
Ah, guck mal, die Challenge für Nitrat. Alter Mensch. Die Challenge für Nitrat ist jetzt auch fertig, wollte ich sagen. Erschreck mich nicht so. Mach einen Abflug, Mann. Immer diese voll lauten Nachbarn. Aber wenn wir 3.000, 4.000 Nitrat haben, sollte das eigentlich reichen vom Papier. So viel Gammelfleisch haben wir eh nicht. Jung. Ja, au, komm runter, ich komme jetzt nicht hoch. Hey! Schon wieder du? Warst du nicht eben schon tot? Beschmutz mein Nitrat nicht! Echt jetzt? Es liegt sie hier mit Planschkörper hier mitten bei mir, wo ich arbeiten will. Also, ich sag ja, man kann hier nicht in Ruhe arbeiten. So, Junge, trab an. Danke. Geht doch. Sprit ist eh, glaube ich, leer. Ich würde sagen, 4000 Nitrat, das reicht. Wir wollen auch Beta ansetzen. Aber eigentlich finde ich es ja ganz gemütlich, ne? Wenn nicht ständig Zombies einen auf den Kopf fallen würden, aber ansonsten kann man sich eigentlich nicht beschweren. Junge. Trab an, Klappstuhl. Tag der Herr. Unseren Kollegen mitgebracht? Jo, den Moni. Noch mehr? Nö. Auch richtig gemütlich in die Trabmine hier. So, reicht jetzt aber auch. Gut, den Eimer kurz hier raus. So, ich glaube, das wollen wir nicht markieren. Das ist ja gleich vor unserer Tür, aber... So, machen wir mal so. Ja, das dürfte nicht zu übersehen sein, wenn wir das nächste Mal hier sind. Oder weißt du was? Nicht immer so faul. Moch hin hier. Danke. Und ein bisschen Nitrat. Dankeschön. Nicht reinfahren. So, ein bisschen was brauchten wir ja. Na, Recti? So, den können wir jetzt ansetzen. Den schnappen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Lame. Haben wir. Und Gummel vielleicht sollten wir auch haben. Ja, jetzt nicht super viel, sollte aber reichen. Okay, wir setzen es gleich an. Abflug. Ist Hilfe gerufen? Nicht? Sag mal, Mädel, du lässt echt nach. Du warst mal top und wirst jetzt ein Flop. Ist ja nix.
Dann machen wir jetzt halt unsere Beete. So, hier wollte ich gucken. Gut, der ist eh so gut wie fertig. Nimm das hier mal raus. Dunkel. Beide. Am Nitrat liegt es diesmal nicht. Nein, nein, nein. Haben wir definitiv genug. Das liegt auch im Gammelfleisch. So, warte mal. Ein bisschen haben wir ja noch. Aber allzu viele Beete brauchen wir diesmal auch nicht. Einsichtig sollten wir schon eine ganze Ecke mit weiterkommen. Jojo. Schön, 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 schön. So, warte mal kurz. Den kann hier der Restgammelfleisch zurück. Thema ordentlich. Kobelstone brauchen wir jetzt auch nicht so viel. Zwei Stacks kannst du mal eingesteckt lassen. So, Steine können rein. Und Lehm kann rein. So, Thema ordentlich. Draht haben wir ein bisschen was über. Ja. Kann rein. Das kann rein. Das kann rein. Gut, unseren Freund den Bohrer behalten wir natürlich. Das packen wir hier noch einmal mit drin. Die brauchen wir sowieso noch. Und in der Zwischenzeit, da uns ja noch Zutaten fehlen. Meisten Pilze haben wir jetzt aktuell auch nicht genug. Apropos. Wir sind fertig, ne? Da sollten wir jetzt auch schon ein bisschen mehr rauskriegen, oder? Ah, vier. Vier. Wir haben gerade mal zwei Seeds gekriegt. Gut, Pilze bleiben nicht wirklich über. Ich glaube, was hatten wir dran? Fünf hatten wir dran hängen, ne? Da. Na gut, Lehm, aber. Ah, gut, wir würden auch gerade mal wieder vier hinkriegen. Hätten wir. Haben wir einen Pilz mehr als vorher. Hier, gib mal Lehm her. Naja, das müssen wir skillen. Das lohnt sich so noch nicht. Ich glaube, einen mehr haben wir. Gut, was machen wir denn da am besten? Das ist eine gute Frage. Dann bleibt uns momentan ja nicht wirklich viel übrig. Wie gesagt, weil wir halt noch nicht genug davon kriegen. Außer so noch mal ein bisschen Fleisch zu brutzeln, ne? Ein bisschen Wildbret. Eier haben wir auch nicht wirklich, oder? Ach, drei Eier, das ist ja nix. Gut, dann machen wir ein bisschen Wildbret, mein Freund. Oder hier gegrilltes Fleisch da. Yo, yo. Immerhin kriegen wir 25 Stück hin. Dafür bräuchte er 31 Minuten. Wir haben ja sogar noch was liegen. Sehe ich gerade. Fleisch selber kriegen wir überall. Ständig. Ohne Pause. Ja, mach die mal. Oh, die drei kannst du doch reinpacken. So, du bist fleißig der Boy. Jojo, kannst auch mal wieder was ansetzen hier. So, jetzt muss ich erstmal durchrabbeln. Der ist fleißig der Boy. Hier, den kannst du mal aufteilen. Oh, nochmal 38 hinsetzen. Kommt ja langsam ein bisschen. Da nehmen wir mal was mit. Haben nicht mehr viel. Und hier. Na gut, da haben wir erstmal genug. Es mangelt aktuell an Holz. Den Style knallen wir halt in die Hordenbase rein, so viel wie wir können. Okay, wir kennen ja die Problematik, ne? Ja. So langsam geht mir hier das Holz aus. Ich pflanze zwar immer wieder an, aber das dauert halt, hier stehen überall Setzlinge, bis es wächst, ne? Gut, ich glaube, dann kralle ich mir die Bäume da. Denke ich. Hoffe ich. Ja. Gut, ihr kennt es. Dann sammle ich noch ein bisschen Holz, damit wir weitermachen können. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ja gut, wie gesagt, spätestens morgens Tag 35 müssen wir bei der Rundbase dabei. Ich hoffe, dass er bis dahin genug Stall zusammen hat. Werden wir aber sehen. Drückt mir die Daumen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi.